Wie viel Platz hast du in deinem Körper? Wie viel Verbindung spürst du zu deinen Gelenken, zu deinen Gewebeschichten? Check das mal ab. Und auch, wie fühlst du dich so in deinem Kopf? Das ist mega wichtig. Also, hast du das Gefühl von einer Trennung deiner Gehirnhälften, dass du hier dich mehr wahrnimmst wie hier? Oder ein Gefühl von Ganzheit? Wie fühlt sich dein Gesichtsfeld an? Deine Augen, sind die offen? Hast du das Gefühl, du hast eine periphere Vision, dass du wirklich einen Weitblick hast, oder hast du eher so ein Gefühl von Tunnel? Ganz wichtig, wie entspannt ist dein Zahnfleisch? Dein Nackenbereich? Deine Atmung, wie offen ist deine Atmung? Wie fühlst du dich in deinen Leisten, in deinen Lenden, in Verbindung zu deinem Unterleib? Nimm dir wirklich Zeit dafür, check mal richtig rein und gleichzeitig spür die Emotionen, wenn da irgendwas nicht stimmt, wenn du gleichzeitig merkst, ah, da fühle ich mich nicht so wohl, da fühle ich mich nicht so weit, welche Emotion steckt mit dabei? Ob da Trauer dabei ist, Scham, Verärgerung oder. Also meistens sind das ja negative Emotionen, die damit einhergehen. Spür das mal, nimm dir Zeit. Und ja, über die Bewegung merkst du ja auch. Und ganz, ganz wichtig. Und das ist etwas, was wir fast nicht machen im Alltag, weil wir es nicht gelernt haben. Wie fühlt sich der Raum um dich an? Hast du das Gefühl, du bist mit dem Raum verbunden? Oder der Raum ist weiter? Oder ist er eher eng, bedrückend, einschränkend? Welches Gefühl hast du für den Raum? Und bist du überhaupt in einer, ja, in einer Selbstkreation, in Verbindung mit dem Raum? Bist du dir dessen bewusst, dass der Raum das ist, was in dir entsteht?